Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute am Samstag geht's mal wieder los mit einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs mit dem Mercedes Actros 2019. Wir wissen immer noch nicht, ob dieser LKW jemals ins Spiel kommt. Was denkt ihr denn? Wird der irgendwann mal ins Spiel kommen? Ja, okay. Lassen wir es einfach mal. Wir haben diesen wunderschönen Mod von der Crew. Nennen sie einfach mal Five Crew. Und wir werden mit Ulhorn hier von Leipzig Richtung Kassel fahren. Mit am Start ist natürlich meine bezaubernde Edeltraut, die ich sehr, sehr lieb habe. So, ja, würde ich einfach mal sagen, dass wir hier auf ganz entspannt lange nicht mehr mit den MP5 gefahren. Ich weiß gar nicht, ob jetzt in der letzten Zeit irgendwie mein Update gekommen ist. Ja, könnt ihr mal schauen. Weil ich das letzte Mal das gemacht habe und jetzt. Aber irgendwie hatte ich richtig Bock. Ja, die Lackierung, das hatte ich ja schon mal im Livestream gezeigt, ist ja von Boti, hat ja auch die Freigabe von Ulhorn, diese hier nutzen zu dürfen oder besser gesagt skinnen. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sowie auch den LKW. So machen wir das. Ja. Also, man merkt ja jetzt immer mehr, dass LKWs mit Mirocams kommen und der nächste Vertreter, der aber nicht für den europäischen Markt, sondern für den amerikanischen Markt, ist ja der neue Volvo VNL 2021. Den wird es auch mit Mirocams geben und jetzt, ich weiß nicht, also ich nehme das Video jetzt hier am 24. auf. Ja, es ist jetzt so kurz vor 9. Und es ist ein Dienstag. Und ihr werdet das hier am Samstag sehen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da schon vielleicht gab es da auch irgendwelche News. Aber ihr habt es ja mitbekommen. SCS baut ja mit Volvo, ja, ein neues DLC für Baumaschinen. Und ja, da sind schon die ersten, naja, Kommentare von Leuten, die sich auf jeden Fall einen anderen LKW wünschen. Ja. Und keine Baufahrzeuge. Ja. Okay, hey, wenn wir sowas kriegen, sollen wir denn noch länger warten? Ja, ihr wisst das ganz genau, dass das mit den Lizenzen manchmal ein bisschen länger dauert. Und. Das wird alles ein Hintergrund. Ihr macht, ihr als Außenstehende, wissen nicht, welche Prämisse und welche Sachen da quasi dagegen stehen, dass zum Beispiel der MP5 jetzt hier kommen würde. Oder der neue Mercedes oder hier, nicht Mercedes, sondern MAN. Jetzt mit dem Volvo, ja. Die haben ja explizit auch für den ATS ein Bild gezeigt von einem alten VNL. Was ist das? Der 16er? Jedenfalls, ihr kennt den, ne? Kann ja auch noch älter sein, nur 12er vielleicht. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich bin schon lange da kein Volvo mehr gefahren im ATS. Und das würde durchaus Sinn machen, wenn sie den LKW umsonst raushauen, den VNL 21 oder 20, vielleicht auch den 21 mit Mirocams, und dann das DLC noch rausschmeißen mit den Baufahrzeugen von Volvo. Also das würde ich schon irgendwo absolut feiern. Ob es denn wirklich so kommt, aber feiern würde ich. Ja, warum nicht? Ja, ich weiß, da kommen jetzt wieder diese üblichen Verdächtigen, Jason Pascal oder wie sie alle heißen. Aber warum denn für ein ATS? Wisst ihr, jetzt rechnet mal zurück, wie viele LKWs wir dieses Jahr eigentlich schon bekommen haben. Facelift vom Renault. Ein, was ist hier los? Ignit. Ein, hier den neuen DAF, wo wir jetzt auch noch irgendwann den anderen bekommen werden, also den FX mit diesem kleinen Fenster da unten. Da haben wir eigentlich schon, kann man sagen, ja, eigentlich schon anderthalb LKWs bekommen, also neue. Für den Euro Truck Simulator. Mann, Fury, das wäre aber fast wieder zu in die Hose gegangen. Aber auch für ein ATS sind ja viele LKWs gut. Ja, wenn die halt
schon. Das ist ja ein Prozess, der jahrelang geht. Mit Vorankündigung und was und tralala. Da kann es dann durchaus sein, dass dann wirklich sich einige Sachen so ein bisschen überschneiden und dann in einem gewissen kurzen Zeitraum viele neue Trucks kommen. Ja, ich weiß, ich kenne eure Wünsche und ja, ich wünsche mir auch so vieles, aber nicht alles im Leben läuft so, wie man sich das vorstellt. Und dann seid einfach nicht enttäuscht. Nehmt das so, wie es kommt und freut euch, dass ihr Entwickler weiter an diesem Spiel arbeitet. Die könnten ja auch sagen, okay, wir machen alle 2-3 Jahre ein komplett neues Spiel. Was würde denn die Mod-Community sagen? Hätten die denn noch richtig Bock drauf? Oder die würden es so machen wie beim LS? Ja, wo denn zwar immer wieder, wir haben ja jetzt dieses Mal einen längeren Zyklus gehabt, aber grafisch sich jetzt auch nicht so viel ändert. Warum sollte man denn jedes Mal neue Euro-Truck-Simulator machen, wenn sich grafisch dann auch nicht so viel ändert? Ja, es kommen ein paar Maschinen, sind beim LS da neu dazugekommen und jetzt das Wettersystem, das Season-System und. Aber das kann man auch gut und gerne in so ein bestehendes Spiel machen. Oder sehe ich das falsch? Also ihr könnt natürlich eure Meinung da reinschreiben, ihr das findet. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie so hören, SES ist blöd und dies und das. Also was kann ich denn... Ja, dann spielt das Spiel einfach nicht, wenn ihr es nicht toll findet. Ist einfach... hat dann für, aus meiner Sicht dann nichts mehr von Meinungsfreiheit oder von konstruktiven Kritik zu äußern. Ja, also... Ja, weil wir wissen nicht, warum die Prozesse so ablaufen. Wenn die uns das wahrscheinlich erklären würden, hieb- und stichfest, dann würden wir auch einige Sachen wahrscheinlich auch viel besser verstehen, aber aus ermittlungstaktischen Gründen, wie man das so schön sagt, können die quasi nicht immer alles sagen. Ja, weil es da Geheimabsprachen gibt und. Ja, guck mal, der neue DAF, der war dann ruckzuck da, wo der released wurde. Ja, also haben die schon im Vorfeld Daten bekommen und. Ja, deswegen sitzen die auch in separaten Bereich bei STS, dass da Außenstehende, dass so klein wie möglich das Team, ja, mitbekommt, welche Trucks da gebaut werden. Ich glaube nicht, dass jeder Einzelne da bei STS den kompletten Input hat, was denn als neues Fahrzeug so geplant ist, weil halt das irgendwo ein bisschen klein halten wollte. Ja, und offiziell bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es noch keine Information, dass das wirklich ein Baumaschinen-DLC ist von Volvo. Ne? Das muss ich ja nochmal sagen. Nur, dass der Ding auf Twitter wurde von, was ich gemacht habe, das Video wurde offiziell von der offiziellen Volvo-Seite herzlich gegeben. Also ist ja wohl die Vermutung sehr nah, dass es doch dann sich um Volvo handelt. Nur wollte ich nochmal klarstellen. Ich habe das auch erst gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich wurde darauf informiert und denke, hey, Volvo hat ein Herzchen gegeben. Irgendwie. Boah, jetzt muss ich erst mal gucken. Fand ich schon irgendwie sehr. Ja, fand ich schön. Ja. Naja, wir warten einfach mal ab. Und werden schauen, wie Dinge sich denn so entwickeln. Und vielleicht werden wir in ein paar Jahren auch ganz anders über diese Sachen. Boah. Uiuiui, Olga, was das war jetzt aber. Nicht gerade. Was ist das hier? Meine Fresse hier. Ist ja Action hier auf der Autobahn hier. Uiuiui. Mann, dann noch bei Regen hier. Rollen, ne? Regen. Ich bin ja nicht so ein Freund, der hier gerne bei Regen fährt. Aber das hilft ja nicht, ne? So, wir haben 140 Kilometer noch. Ja, wie gesagt, morgen werden wir ganz normal Truckers MP wieder fahren. Da kann jeder mitmachen. Wir werden das natürlich nicht im Vorfeld nochmal kundgeben, wo wir denn starten, weil das haben wir mal gemacht und dann stand da manchmal
Also die, ganz, ganz guten Zeiten standen da schon 10, 15 Leute rum, die darauf gewartet haben. Und das macht so ein Konvoi nur schwerer, den dann auch ja, durchzuziehen, ja, weil dann andauernd schon von vornherein so viele Leute da dazwischen hängen. Hatte jetzt die letzten Streams eigentlich mit den Leuten noch Glück gehabt, ja, weil auch immer mal wieder einer von der von den Leuten von Truckers MP da waren. Und ja, das kann ich eigentlich nur so sagen. Das hat eigentlich noch ganz gut geklappt. Und am Samstag werden wir dann wohl The Bass spielen. Da muss ich aber leider noch mal was testen. Da soll es irgendwie in der Aufnahme irgendwelche Probleme geben. Da muss ich mal, wie gesagt, jetzt hier am 24. mal ein bisschen schauen. Alles ohne große Probleme. Nicht, dass ich den Livestream probiere und dann passiert ja nichts. So, jetzt haben wir natürlich wieder das gleiche Problem wie sonst. Wir haben hier Stau oder was? Mal schauen, das ist schon wieder hier. Oh, guckt euch das mal an, ey. Rucki zucki ist hier gleich. Ja. Wir machen eins, was wir in einem Video natürlich Leistung wollen wir es vielleicht ein bisschen anders machen, aber in einem Video werden wir jetzt mal werden wir das mal ein bisschen verändern. Ist nicht gut, ey. Ist echt nicht gut. Oh, da habe ich schon Schaden. Muss ich mal hier drüber fliegen. Also viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Schon wieder spät. Ich bin schon lange auf den Beinen. Ja. Und, ne, zuhören. Das ist ja nur ein Hobby. Nicht zu ernst nehmen. Ja. Naja, man muss es ab und zu mal sagen. Denken das wirklich, macht das hier Hauptberuf. Heidi ist kein Ruhe. Da habe ich mich aber jetzt ein bisschen verkalkuliert, jetzt gerade beim Einlenken. Als wenn ich hier auf Schmierseife fahre. Das ist, also ich weiß auch nicht. Also beim Regen verhält sich das alles ein wenig nicht so hundertprozentig nachvollziehbar für mich. Aber okay. Wir sind ja gleich in Kassel. Auf welcher Autobahn war ich denn jetzt gerade? Mal gucken, auf welcher Autobahn war ich denn jetzt gerade. Das war auf der A38 war das gewesen. Ich bin von Leipzig A38. Ja, Stau auf der A38. War jetzt gerade wegen... Da haben wir auf jeden Fall einen kleinen Stau verursacht. Ist denn eigentlich auf der A38 oft Stau? Also... Es gibt ja wirklich Autobahnen, die ja immer wieder... Oh, guck mal hier... Bahn. Baut die Bahn weiter aus. Es gibt ja wirklich Autobahnen, die ja immer wieder mit Stau Probleme haben. Also ich erinnere mich nicht mehr auf die A2. Und jetzt los. Zu schnell fahren? Wieso? Ach, darf ich nur 60 fahren oder was? Und darf ich nur 60 fahren auf der Autobahn? Was habe ich jetzt da schon wieder verpasst? Achso, und was ich sagen wollte, ich finde es immer wieder niedlich, wenn Leute ein paar Clips machen oder sich probieren. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Ja. Macht das und teilt das und ich freue mich auf jeden Fall auf solche Sachen, was hier für gut heißt. Ich muss ein bisschen langsamer jetzt fahren. Ist jetzt wirklich hier mit 44 km/h oder so oder 45 km/h hier runterrollen, weil ich sonst übersteuere. Das hat
Ist das richtig übersteuern, wenn ich über die Vorderachse rutsche? Ja, ne? Das ist übersteuern. Ich habe da auch immer meine Probleme. Übersteuern, untersteuern. Ich glaube, das ist übersteuern. Über der Steuer. Ich schiebe über. Ja, muss ich mal meine Brücke Esel bauen, ne? Dann weiß ich vielleicht. Aber, naja. Lassen wir es einfach mal. Ihr wisst, was ich meine. Der hat über die Vorderachse geschoben und jetzt fahren wir gemütlich nochmal zum Entladepunkt hier in Kassel. Ich bin hier ganz normal auf der Standardkarte. Nichts an Mods etc. drin. Und fahre einfach mal wieder durch Deutschland mit den Mercedes Actros 2019. Die Zeit geblieben. 19. Oh, ja, das ist auch wirklich ein Honky-Tonk. 2019. Das ist echt. Das ist echt ganz schön krass, wie das alles. Alles so schnell vergeht, ne? Zu regnen, der dann seine Plane. Ja, gut, ist jetzt natürlich bei sowas hier ein bisschen ungünstig. Nicht, dass man hier das ganze Wasser hier oben hat, ne? Kommt auch nicht. Was ist denn? Ganz fein. Stellbremse rein, um dann die ganze Zeit auf der Bremse stehen. Ah. Da jagen wir uns im Katzoni raus bei dem Wetter. Ach du, komm. Los geht's. Das ist immer das Problem bei mir, wenn ich. Ich habe gerade erst die Feststellbremse reingemacht und wenn ich dann losfahre, habe ich sie gleich wieder vergessen. Den zu lösen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Er hat nicht gemeckert, also war das noch ganz, ganz knapp im Rahmen. Und ich habe einen Block gehabt. Er hat nicht getriggert. Ey, doch mal anhalten, ey. Mit mir im Fuß. Aber mach das nicht, wenn es dann gelb ist. Lieber anhalten. Und nicht, dass dann irgendwo ein paar Polizisten in einem dunklen Auto stehen und dann mit dem Funkgerät, ja, er ist kaputt gefahren. Ah, dann gibt es Ärger. Du, ich habe auch schon mal geträumt. Ich war mit einem Kumpel so intensiv im Gespräch. Doch, das war ein Kumpel von mir. Und wir haben so intensiv, das war in der Nacht, sind wir in Disco. Von der Disco dann wollten wir zu der anderen Disco fahren. Wir haben so intensiv gequatscht. Und dann fahren wir so. Und dann gucken wir uns an. So, sag mal, war es rot? Ja, ich glaube, es war rot. Aber es war in der Nacht, da war nichts gewesen, ja. Und ja, das war's, aber wir haben mal so schnell rübergehuscht, das ist man auch schon mal, aber ja, das muss wirklich nicht sein. Oh, der fährt noch rum. Wir haben auf der Spur ein bisschen Ruhe jetzt hier in Kassel gleich rumfahren. Und dann haben wir es geschafft. Dann parken wir den Bock hier noch ein. Oh, dann regnet es natürlich rein in die Schüssel hier. Oh, hier. Ja, ist ja hier so eine Standard-Abladestelle. Naja, man kennt das. Das ist halt das Schlechte. Weil nicht das Schöne, sage ich einfach mal so, nicht schlecht, aber dass da halt die Städte nicht so nochmal richtig angefasst haben. Um
andere Firmen irgendwie reinzubauen. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Aber so richtig Hoffnung habe ich für die nächsten Jahre erst nicht. Autobahnnetz haben die natürlich gemacht, aber da, wo sich ja natürlich der LKW-Fahrer am meisten auffällt, das ist wahrscheinlich... Achso, ich kann nur so anhalten. Was? Warum kann ich nur so anhalten? So, wie neu, habt ihr irgendwas geändert? Ja, aber jetzt komisch. Es war gerade so ein Update, ey. Jetzt hier am 24. von 140 MB oder so. Ja, komisch. Ja, gut. Hat sich ja wirklich was geändert und ich habe es nicht mitbekommen. Dann, ja, ihr könnt gerne ein Däumchen geben, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend beim The Bus Livestream. Und war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht bin ich heute Abend nochmal live. Ich weiß es nicht. Dem Wort mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut.